Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich euch mal, wie ihr euch Klemmbretthalter ganz einfach selbst bauen könnt. Wir werden aber nicht nur die, sage ich mal, klassische Form von diesen Klemmbretthaltern hier machen. Ich zeige euch noch so ein paar andere Punkte und vor allen Dingen eine ganz, ganz wichtige Klemmbretthalter-Funktion, die mir vor ein paar Tagen in den Sinn gekommen ist. Die werde ich euch dann gleich so ein bisschen erläutern, was es damit auf sich hat und warum ich das so liebe. Und ansonsten zeige ich euch so ein bisschen, wie ich die Teile zusammen baue und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen und dann bestimmt auch schon bald beim Nachbauen. Ich wollte mir schon ziemlich lange ein Klemmbrett bauen, damit ich mir hier solche Blätter aufklemmen kann und halt hier in der Werkstatt wieder was aufzeichnen kann. Quasi sowas hier, nur halt in schön und mit coolem Holz und vor allen Dingen halt auch selbst gemacht. Die benötigten Halbzeuge findet ihr auf meinem Online-Shop. Mit denen könnt ihr euch so ein Klemmbrett ganz einfach selber bauen. Einmal hier die kleine Variante mit der abgerundeten Seite. Das gleiche noch einmal in groß. Dann gibt es aber noch eine andere Form und das ist diese hier. Die ist einfach ein bisschen größer und ich denke mal, die ist gut, wenn man öfters diesen Klemmbretthalter auf und zu macht. Ich habe letzte Woche angefangen, mir solche Notizpläne für die Werkstatt zu machen. Da plane ich dann quasi sonntags die ganze Woche. Und ich bin so ein Typ, ich nehme mir ganz gerne immer ein normales DIN A4 Blatt und schreibe mir dort meine Aufgaben auf. Das sieht dann etwa so aus, ich habe alle Wochentage, habe dann die verschiedenen Tätigkeiten, die ich an dem Tag mache und habe oben eine Projektübersicht für die ganze Woche. Und unter anderem teile ich dann so ein bisschen die Projekte auf. Zum Beispiel dieses Projekt hier steht am Montag, damit ich einfach das Holz verleimen kann. Weil das aber alles Secret Informations sind, zeige ich euch das Projektanhalten von diesem neuen Stück Papier. Im Grunde genommen ist das hier einfach ein DIN A4 Papier, was ich in der Mitte durchgeschnitten habe. Falte das einfach einmal und schneide es dann mit dem Cuttermesser. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ihr habt hier einfach den Vorteil, dass ihr dann so viele Papierseiten, wie ihr braucht, holen könnt. Könnt ihr nur dann noch ein leeres Blatt hinten dran machen. Packert es hier einfach dreimal fest, dann habt ihr auch sowas wie ein Buch. Faltet es einmal und dann können wir es später in unserem Klemmbretthalter auch umblättern. Denn wir werden quasi sowas wie ein Buch machen. Das bedeutet, dass man hier diese Notizblätter dann mit zwei von diesen kleinen festmachen kann. Dann franselt ihr an den Ecken auch nicht aus. Und ihr könnt es aber trotzdem auch noch lose mitholen und zur Not auch falten. Das war so ein bisschen die Erklärung hinter dem Ganzen, denn ich kenne die Klemmbretter eigentlich immer nur, dass oben dann dieses breite Teil ist. Aber auf diese kleine Variante da freue ich mich jetzt schon am meisten, denn dieses Teil wird für die Werkstatt bestimmt sein. Ich habe mir hier verschiedene Holzsorten rausgesucht und die werde ich jetzt quasi eigentlich alle einmal durch die Hobelmaschine schmeißen und danach auf einen Streifen. Ich habe hier so verschiedene. Ich suche mir jetzt einfach meine ganzen Resthölzer, hobel die einfach einmal auf beiden Seiten und danach kann ich sie in Streifen schneiden, die ich dann verleimen kann und danach muss ich es wieder hobeln. Aber jetzt als erstes mal hier diese ganzen Stücke parallel hobeln. Ich habe jetzt hier einige Streifen, die ich auf irgendeine Dicke gehobelt habe. Und als nächstes schneiden wir die ja wieder in Streifen. Und kleiner Tipp so am Rande. Ich habe mir angewöhnt, dass ich die Teile, so wie sie aus der Hobelmaschine kommen, wenn sie dann so auch wieder auf die Tischkreissäge müssen, lege ich sie auch alle genau so mit der gehobelten Fläche auf den Tisch. Denn wenn ihr zum Beispiel ein quadratisches Teil habt, dann kann man nicht immer so schnell merken und man kann es vertauschen, was gerade die Seite ist, die wir eigentlich auf den Tisch legen müssen. Aus dem Grund verdrehe ich die Teile quasi nicht. Auch hier solche dünnen Teile, die liegen dann immer so auf. Ich weiß noch nicht genau, ob das hier zu viel Holz ist oder ob es zu wenig ist. Die schneiden wir jetzt in 12 mm dicke Streifen, dass wir genug Puffer haben, um es dann später auf unsere Brettdicke zu hobeln. Ich hatte eine Staubschutzmaske an, das liegt daran, dass die Absaugung derzeit meiner Tischkreissäge grottenschlecht ist. Seit ein paar Tagen wundere ich mich da schon so ein bisschen, aber mir ist eingefallen, dass ich da so ein paar Stücke Gaffertape unten weggemacht habe, die die Absaugung so ein bisschen damals verbessert haben. Ich denke, das wird eigentlich ein eigenes Thema, die mal komplett abzudichten, weil die Absaugung war noch nie so grandios. Wollt ihr sowas? Habt ihr sowas mal getan? Schreibt es in die Kommentare. Also an der Stärke der Absauganlage soll es eigentlich nicht liegen. Das hier alles problemlos weg. Also das ist echt ein guter Zug.
Aber hier ist halt überall offen. Wie gesagt, ich denke, da werde ich mich bald echt mal drum kümmern. Ich wollte eigentlich so eine komplette Mischung machen an Brettern. Aber hier, die Buche gefällt mir so gut. Die ist hier nämlich gestockt. Und aus dem Grund werde ich hier die Buche... Also ich werde ein einzelnes Brett aus einem kompletten Stück Buche machen, weil das hier wirklich so grandios aussieht. Das hier wird meine kleine Variante sein und ich habe so viele verschiedene Holzsorten wie möglich gewählt, weil mir das persönlich gefällt. Und wenn dann jemand fragt, kann ich ihm halt auch ein bisschen sagen, was für Hölzer ich hier verwendet habe. Das können wir jetzt verleimen. Und wie immer benutze ich auch hier wieder meine Rohrschraubzwingen, die findet ihr ebenfalls in meinem Shop. So, kann ich es hochgehoben? Fast. Alle Teile einfach rumdrehen bis auf das letzte, denn da muss ja kein Holzleim drauf. Diesmal lege ich noch eine Rohrschraubzwinge oben drauf. Durch das Gewicht drückst du dann auch die anderen Leisten so ein Stück weit runter. Ja, die Teile konnten jetzt endlich über Nacht trocknen und ich bin so gespannt, wie dieses Brettchen hier aussehen wird, wenn wir es hobeln. Also spannen wir es erstmal schnell aus. Mega cool. Jetzt haben wir hier ganz viele schöne Bretter. Bei diesem hier gefällt mir besonders gut, dass hier noch die Waldkante dran ist. Die werde ich später schön aufschleifen und das macht dann dieses Klemmbrett hier noch unikater. Jetzt werde ich die Brettchen an der Tischkreissäge auf Breite und auf die finale Länge schneiden und vielleicht werden wir aber so eine kleine Rundung an die Ecken dran machen, damit man sich, wenn das Ding runterfällt und man keine Schuhe anhat, sich kein Loch in den Fuß pickt. Das macht Sinn. Ich will meine neue Abgrundvorlage mal benutzen. Habe ich euch in einem eigenen Video gezeigt, wie man sich die Teile hier bauen kann. Ich weiß, machen, also so zu bauen ist sehr, sehr einfach. Aber ich zeige euch noch, welche Formen es noch gibt. Denn das ist das Interessante meiner Meinung nach an diesen Kopiervorlagen. Jetzt hole ich mir noch einen schönen Abgrundfräser, damit das auch eine runde Sache wird. Ich will jetzt bei diesem Brettchen hier das Halbzeug festmachen und das ist eigentlich relativ einfach. Ich lege es per Auge mittig aus und das ist in den meisten Fällen genau genug. Und dann markiere ich mir einfach die Mitte von den Löchern. Auch wieder mittels Augenmaß. Ihr könnt es natürlich auch irgendwie abmessen, aber das ist in meinen Augen nicht so sinnvoll. Und dann messen wir von oben einfach so 10, 11 mm runter. Das messt ihr am besten einfach an dem Halbzeug dann selbst aus. Und dann können wir uns die Punkte markieren. Wie befestigt man das Halbzeug? Auch relativ einfach. Bei diesen Teilen sind dann immer hier die passenden Antikschrauben dabei. Da ist hier oben einmal so ein Flachschlitz und dann ist hier unten noch dieses Unterteil. Da ist innen drin dann ein Gewinde drin, sodass ihr die Teile dann einfach zusammenschrauben könnt. Und auf der Rückseite sieht das dann auch relativ edel aus, wenn das dann festgemacht ist. Und das sieht dann auch immer gut aus. Und die Löcher können wir jetzt einfach an der Standbohrmaschine bohren. Als Finish benutze ich hier wieder mein eigenes Finish. Und das machen wir drauf, bevor wir die Teile festschrauben. Da habe ich eben einen kleinen Patzer gehabt. Das Finish findet ihr übrigens auch auf meinem Shop. Oh Mann, sieht das cool aus. Schon mir jetzt aber doch ein Baumwolllumpen, weil ich mit dem Papier hier in dem Loch hängen bleibe. Dann ist das mit dem Baumwolllumpen definitiv besser.
Und es geht ein bisschen schneller. Jetzt auf jeden Fall, das finde ich, direkt ein bisschen abreiben, weil wenn da zu viel Überschuss ist, merkt man das einfach. Das Bienenwachs nämlich vor allen Dingen. Das Ding einfach gut abreiben. Ich zeige euch jetzt noch einmal das Meranti-Holz. Manometer, ist das eine geile Sache. Da werden sich bestimmt ein paar Leute drüber freuen, wenn ich die verschenke. Jetzt können wir alles montieren. Wie sieht da die Montage aus? Ziemlich entspannt. Einfach hier diese, quasi diese Muttern hier einstecken. Und wenn ihr einen 4mm Bohrer benutzt, sitzen die da relativ stramm drin, sodass sie auch nicht mehr rausfallen. Dann einfach hier euer Halbzeug holen und das dann einschrauben. Wer hätte es gedacht? Ihr solltet hier immer darauf achten, dass die Schrauben in einer Furche enden. Also dass die nicht schräg zueinander stehen, die Schrauben. Und dann sind wir auch schon eigentlich fertig mit unseren schönen Klemmbretthaltern. Und wie gesagt, den hier werde ich persönlich die ganze Zeit benutzen. Und mit diesen zwei kleinen beiden, mit diesen beiden kleinen zwei. Ihr seht, ich habe ein paar kleine gemacht, das heißt für DIN A5 Seiten. Denn ich bin einfach persönlich ein bisschen größerer Fan von diesen DIN A5 Blättern. Und ihr seht ja auch, ich schreibe darauf so ein bisschen meinen Wochenplan. Und die hier sind auch so klein geworden, weil ich nicht mehr so viel Holz hatte, beziehungsweise so ein bisschen klein verleimt habe. Aber dieses Teil hier, was ich immer benutzen werde, habe ich ein gutes Stück größer hier am Rand gemacht, damit auch einiges an Auflagefläche ist. Wenn ihr die Teile nachbauen möchtet, findet ihr die Bausätze unten in der Videobeschreibung. Die findet ihr auf meiner Webseite. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.